Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Sorcery. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Ja, heute ist es soweit. Heute wollen wir uns langsam mal ans Rad der Schmerzen ranwagen. Und zwar habt ihr mir geschrieben, dass hier oben irgendwo eine Höhle sein soll. Da sollen gute NPCs sein. Da gehen wir jetzt mal gucken. Wir müssen erstmal Stahlwerkzeuge vorbereiten. Wir sind ja letzte Folge Stufe 30 geworden. Dann schauen wir gleich mal nach. So, Stahl. Da haben wir sie. Einmal freischalten, bitte. Haben wir gemacht. Jetzt ist die Frage, kann ich denn schon bessere Waffen herstellen? Wartet mal, Fleischermesser. Stahlkurzschwert. Da brauchen wir das hier. Wartet mal, wo ist das? Bei Waffen. Erstmal das freischalten. Und jetzt könnten wir uns... Wo sind denn die Stahlmesser? Verteidiger brauchen wir nicht. Ich kann eh nicht so gut mit Schild umgehen. Ich suche bloß gerade, was ist das hier? Stein-Doppelschwert ist Käse. Da sind sie. Das sind die Eisendinger. Und die Dinger noch als Stahl. Das wäre doch schön. Erfordert. Oh, brauchen wir Stufe 60. Echt Stahl? Waffen gehen erst ab Stufe 60? Nee, das sind... Ach nee, das sind epische Waffen. Wartet mal. Hier. Aber das sind ja nur Eisen-Poigards. Die machen Gesundheitsschaden 15. Was machen die hier? Gesundheitsschaden 14. Na gut, die machen halt eins mehr, ne? Und die können wir erst ab Stufe 43 freischalten. Na gut, dann nehmen wir jetzt erstmal die. Nützt ja nichts. Genau, Stahlwaffen sind dann auch soweit fertig. Im Prinzip haben wir die Barren ja hier drinne, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Da brauchen wir aber Eisen. Wartet mal, Eisen können wir uns holen. Haben wir irgendwo... Da. Super. Achso, Aloe-Tränke müssen wir auch noch machen. Aber erstmal Stahlpickel. Brauchen wir Äste und Leder. Mann, 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 was man immer alles so braucht. Ach, hier ist die Gerberei. Ich hab's ja umgesetzt. So, da haben wir Leder. Mehr als genug. Und hier müssten Äste noch sein. Zack. Okay, Freunde. Dit sollte regen. Also, Leder, Äste, dann einmal Axt. Ist das die Stahlaxt? Genau. Herstellen, herstellen und eine Sichel. Für eine Sichel brauchen wir geformtes Holz. Geformtes Holz habe ich hier drüben irgendwo. Genau. Nimm mal 100. Ja, nimm die Hälfte. Genau. Alles super, Leute. Alles super. Läuft die Aufnahme? Ja. Okidoki. Man muss ja mal checken, ne? So, okay. Also, Axt ist da. Wieso ist die Spitze? Ach, die läuft noch. So, dann die Sichel. Herstellen. Und dann suchen wir Aderlasser. Die machen 14. Wir suchen die Eisen. Die machen 15. Herstellen. So, und dann Waffenschmied. Wissen. Waffenschmied. War das das, was ich suche? Ne, ich suche... Hier, doch. Waffenschmiedlehrling. Hab ich? Waffenschmiedgeselle, da brauchen wir Stufe 39. Okay, da können wir aber uns schon mal ein Verbesserungskit herstellen. Das wird an der Kesselfliegerwerkbank hergestellt. Brauchen wir bestimmt wieder irgendwelche Mats. Wartet. Genau. Aufsatz, einem für die Keule, ne? Die ist ganz wichtig. Eisenbahn. Kann ich denn hier pullen? Wartet mal. Ah ja, die Pull-Funktion funktioniert wieder. Das ist die einzige Mod, die ich installiert habe, aus dem einfachen Grund, damit ich jetzt nicht nochmal in irgendeine andere Kiste rennen muss, sondern ich finde das gut so. Wer das scheiße findet, der soll halt anders spielen, aber ich spiele es jetzt so, weil es einfach einfacher ist. Einfach einfacher, versteht ihr? Rüstungsreparatur-Kit, das einfaches Verstärkungskit. Das macht die Waffen eine Verstärkung, die die Haltbarkeit von Waffen und Rüstungen erhöht. Ne, wir wollen... nicht Reparatur. Waffenschaden-Kit. Genau, das hier. So, haben wir Öl da? Ne, Öl haben wir nicht da. Okay, schade. Aber zumindest können wir schon mal die Keule bauen. Da haben wir doch jetzt theoretisch, wartet mal, diesen neuen Tisch freigeschaltet. Ich tausch das mal. Ne, Quatsch, haben wir noch nicht. Wir müssen ja erst Rad der Schmerzen freischalten, Freunde. Rad der Schmerzen, da ist es. Können wir schon das nächste bauen. Sehr geil. Werkbank eines Förderers, genau.
Die brauchen wir jetzt. Werkstätten. Wartet. Ist das bei Alchemie mit drin? Nee. Gefährten. Hier. Fehlt uns aber was. Zwirn. Was ist das hier? Stahlbarren und geformtes Holz. Haben wir. Ja, pack mal den Hammer weg, bitte. So, ne, Zwirn ist hier nicht drin. Geformtes Holz ist ein bisschen drin, genau. Aber wartet mal, ich bring mal schnell die Aloe hoch, dass die Tränke schon mal durchlaufen können. Ja, ein bisschen Krusteln muss halt immer mit sein. Was ist denn das? Geh doch mal hier normal die Treppen hoch, Kunde. Das gehört halt dazu. Ach, guckt mal, hier sind ja übelst viele schon fertig. Na gut. Machen wir trotzdem weiter. Ich würde mal in meinen Kleiderschrank hier diesen Schlüssel reinlegen. Dämonenblut. Obwohl das Dämonenblut kann eigentlich direkt in den Feuerschalenkessel, ne? Ich mag das übrigens sehr, dass hier so Kerzen leuchten. Das finde ich irgendwie fast romantisch. So, wartet mal, wir nehmen uns gleich mal Tränke mit. Die lassen wir hier. So, wo tun wir die Knochen hin? Wir müssen langsam auch mit der Inneneinrichtung weitermachen. Ich weiß, das ist immer so ein... Ihr wollt auch immer mal ein bisschen Action. Aber es sind halt so Dinge, die ja gemacht werden müssen. Ich tue das mal... Das Zeug jetzt einfach hier in die Kiste. Zwirn brauchten wir noch, ne? Zwirn haben wir da. Bin ich mir sicher. Wo ist der Zwirn? Da ist er. 98, genau. Oh, den Pfeffer mit rüber. Halt, die nicht. So. Alles klar, Freunde. Und dann... Ach nee, da fehlte ja was. Wir brauchen diese Werkbank eines Folterers. Wollen wir die einfach hier so hinsetzen? Ich denke, das ist okay. Das ist das, was ich meinte, Leute. Wenn dann später noch mehr Werkbänke dazu kommen, wird es hier echt langsam schon wieder eng. Wie gesagt, wir können ja dann noch ein bisschen anbauen. Was fehlt denn jetzt? Die scheiß Stahlbahn. Meine Fresse. Kann man denn hier nicht mal irgendwas bauen, ohne dass ihr was wollt von mir? Mache jetzt hier 20 Stück. Ich hoffe, na gut, dann halt 29. Ist mir auch egal. Ich hoffe, die reichen. So, jetzt bitte. Oh. Steht wahrscheinlich schief, aber egal. So, was können wir jetzt hier machen? Das Ding können wir pullen. Herstellen. Und einmal das hier. Herstellen. Cool, haben wir das schon mal. Dann brauchen wir noch Material für das Rad der Schmerzen. Ich würde das direkt vor der Höhle aufbauen am besten. Dann brauchen wir noch diese komische Samensuppe. Die machte ich wie? Machte ich die einfach im Inventar? Wir brauchen dafür... Was war denn das? Diese Samen? Ah, wie macht man nochmal die Suppe? Das ist jedes Mal... Wirklich in jeder Staffel frage ich mich, wie diese Suppe geht. Schleimsuppe. Kann man das irgendwie hier ergründen? Schleim? Die heißt wahrscheinlich nicht Schleim. Ah, muss ich vielleicht googeln? Da mache ich aber einen kurzen Cut. Wie macht man Schleimsuppe? Lass mal kurz hier schauen. Jetzt fehlt hier wahrscheinlich wieder das Holz. Oh ja, klar. Jetzt fehlt hier Holz, Leute. Ich krieg die Krise. Okay. Ist halt heute mal ein bisschen hin und her. Tut mir leid, Leute. Aber wir haben ja jetzt schon eine Stahlaxt. Ne, wir haben die Eisenaxt einstecken. Die kannst du gleich mal hier irgendwo hinfacken. Das Zeug brauchst du jetzt nicht mehr. Raus, raus, raus und die auch raus. So. Ich weiß, man kann später einen Recycler bauen und so. Hebt doch das Zeug auf. Aber ne, es ist mir so anstrengend. So, Stahlsichel. Und hier die Teile. Dann nimmst du dir bitte... Ach ne, Stahlbahn haben wir jetzt hier noch 17 einstecken. Das ist gut zum Reparieren, wisst ihr. Holz brauchten wir. Nehmen wir uns noch Holz mit. Gleich ein bisschen finster, egal. Wir ziehen hier durch, Freunde. Wir haben ja im Notfall die Maske. So, das riecht. Riecht vollkommen. Ach, sieht schon geil aus. Wie gesagt, das, hier kommt noch überall Schmuck dran, hier kommen Trophäen dran, hier unten soll ein Wagen und eine Schubkarre stehen. Das machen wir alles mal im Laufe der nächsten Folgen. Uns hetzt ja hier keiner. Sind wir jetzt hier oben überhaupt richtig, ja. So, hau mal Holz rein. Wenn ich jetzt hier Play drücke, passiert nichts. Was brauchen wir? Okay, Leute, ich mache einen kurzen Cut. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde es auch doof, dass das Spiel einem nicht erklärt, wie ich diese blöde Schleimsuppe mache. Bis gleich.
So, hab's rausgefunden. Pflanzenfasern fehlen tatsächlich noch. Man braucht noch Pflanzenfasern. Und dann können wir die Schleimsuppe herstellen. So. Okay. Passt, Leute. Das passt. Also, rein damit, Play drücken. Das sind vielleicht ein bisschen viel. Weil er macht ja jedes Mal 10 Stück, ne? Das ist ganz schön viel. Na gut, da warten wir mal ganz kurz. Okay. ...90 und 100. Gut. Raus damit. Zack. Mitnehmen. Dann Material noch fürs Rad durch Schmerzen. Da müssen wir mal schauen. Das hier. Brauchen wir 25 Ziegel. Und 100 Eisenverstärkung. Oh, die Eisenverstärkung bin ich mir nicht sicher, ob wir so viel haben. 25 Ziegel haben wir. Da bin ich mir relativ sicher. Pack mal den Hammer weg. Wo haben wir die Ziegel? Hier. 2,5. Okay. Die Samensuppe haben wir. Wir haben Heilung. Die Keule brauchen wir noch. Unbedingt. Die müssen wir auch verstärken. Wartet, die Keule ist hier. Zack, zack. Seil. Dann hier. Zack, auf die Keule drauf. Eine Waffe modifizieren. Haben wir sogar was freigeschaltet. Gut. Sind wir hier groß übergewichtig? Nee, eigentlich geht's, ne? Was wollte ich noch? Irgendwas hier, ne? Oder? Nö. Nö. Hier wollte ich auch nichts. Ich glaube, wir haben alles, Leute. Wir sollten losgehen. Ach ja, die Eisenverstärkung, stimmt. Hier hätten wir 76. Ich brauche 100. Wartet mal, an der Werkbank vielleicht. Ah, hier, guckt mal. Doch, hatte ich schon, doch schon ein bisschen vorproduziert. Oh, nicht 1000, 100. Jetzt könnte es mit dem Gewicht eng werden. Ne, passt alles. So, nochmal checken und prüfen, ob wir wirklich das Rad der Schmerzen bauen können. Ja, Rad der Schmerzen ist dabei. Wir gehen langsam da hoch. Wir müssen ja auch erstmal die Höhle finden. Ich schätze mal, bis dahin wird Tag. Wir trinken nochmal einen Schluck und essen was. So, zack. Läuft. Also links, bei den komischen Gebilde. Ja, damit meintet ihr bestimmt das. Und von dort aus irgendwie links. Und da muss wohl eine Höhle sein, wo irgendwelche NPCs drin sind. Unter anderem auch Named NPCs, also T4-Kämpfer. Und das ist heute unser heutiges Ziel. Dass wir schon mal so eine kleine Unterstützung haben, dass wir demnächst so mal Dungeons angehen können. Oder vielleicht auch mal ein paar neuere Gebiete entdecken können und so. Es ist die Frage, dort hoch oder hier hoch? Wir gehen erstmal hier hoch. Der Baum sieht übrigens geil aus. Da eine Höhle? Wir gehen erstmal hier links. Vielleicht ist es ja hier. Ansonsten vielleicht hier unten. Wir werden es schon finden. Ein bisschen rumseppeln ist ja auch geil. Da ist eine Höhle, guckt. Ich will trotzdem mal hier oben gucken. Von weit. Oh, hi. Hä? Seid ihr irgendwie verpackt? Ich weiß, ich soll mal Fell abbauen und so, aber nehmt's mir nicht übel. Guck mal, hier sind ganz viele Babyhyänen, gut zu wissen. Das müssen wir auch alles noch bauen. Tierpferd, wie gesagt, da hatte ich... Oh, diese Drecksausdauer. Da hatte ich mir eigentlich gedacht, dass wir den vielleicht hier oben irgendwie hinstellen und hier eine coole Treppe nach oben machen. Ihr seid bestimmt nicht lieb, oder? Kuschitischer Verbander, der macht gar nichts. Psychische Rüstungsmacher. Sind die gerade verbuggt? Kann das sein, die NPCs? Die wehren sich gar nicht. Also die machen nichts. Das ist praktisch. Dann gehen wir gleich Rad der Schmerzen aufbauen. Wir nutzen. Hier, guck mal, die machen gar nichts. Normalerweise sind die doch böse, oder? Oder sind die im Schlafmodus? Ja, ich glaube, so einige Bugs sind noch drin mit dem DLC. Also die mit dem DLC kamen. Da oben sind nur Hyänen. Ich glaube, das ist nicht wichtig. So, wir schauen erstmal rein in die Höhle, wenn das eine Höhle ist. Sieht doch so aus. Und gucken mal, was drinnen los ist. Ansonsten stellen wir gleich das Rad der Schmerzen auf. Vielleicht sind ja die zwei Typen hier draußen auch gleich, Oh! Alter! Geile Opfer. Obwohl der Steinsound ein bisschen schlecht war. Den hätte ich mit mehr
Gekröle. So, mal gucken. Bogenschütze? Aber guck mal, die machen alle nichts, ne? Ich weiß, das ist halt scheiße, eigentlich. Sowas auszunutzen, aber... Was hat der hier? Knochenbrühe ist ja ekelhaft. Oh, das ist gut. Sprengdrüse ist für irgendwas gut, Leute. So, jetzt müssen wir uns auch mal vorbereiten. Hier, die Fackel weg, das Fleisch weg. Keule, Keule. Wo ist er? Da, 6. Und die Peitsche. Peitsche, es ist ja eigentlich keine Peitsche. So, Maske aufsetzen. Hier ist Schwefel. Oh, hier ist was. Aber die greifen alle nicht an, Leute. Das ist echt Dreck. So, was hat der einstecken? Nur Stroh. Ein Zimmermann Stufe 2. Den will ich haben. Ja, Leute, es ist halt gerade echt blöd, aber was soll ich machen? Das Spiel hat halt gerade eine Macke. So, ist hier einer. Verbander Stufe 1. Ne, die können weg. Ich mach sie bloß schon weg, falls die doch irgendwie aufwachen sollten. Okay, er ist verblutet. Sehr gut. Was habt ihr? Was hast du? Warte, was war das? Oh. Farbe. Okay, also den Zimmermann hätte ich gern. Warte, dann machen wir den hier noch weg. Hallo. Passt auf, dann bau schnell das Rad der Schmerzen. Es tut mir leid, dass wir das jetzt auf diese Art und Weise machen, dass wir hier keine Action haben. Aber ich kann jetzt nichts dafür. Aber einen Stufe 2 Zimmermann hätte ich gern. Einfach, dass ein NPC in meiner Base steht. So, jetzt ist hier natürlich verdammt hell. Oder bin ich im irgendeinen Creator-Modus? Eigentlich nicht. Wartet mal, Leute, ich starte das Spiel. Oh, warum geht denn die Maske nicht weg? Hallo! Meine Güte! Ich stelle das, glaube ich, hier hin. Und dann starte ich nochmal das Spiel neu. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht hat das irgendeine Macke. Aber ich bin ja heute auch gar nicht in den Creator-Modus gegangen. So, was wollten wir das Ding aufbauen? Überlagerung mit anderen Objekten. Was liegt denn hier? Ich stelle es halt hier hin. Ist mir der Wurscht. So, dann machst du hier die Suppe neu. Suppe, nein. Bleiben Suppe. Aber ich will trotzdem schon den Zimmermann haben, Leute. Ich hole mir erst den Zimmermann und dann starte ich das Spiel neu, okay? Ein zweier Zimmermann ist gut. Müssen wir den erstmal umprügeln. Ach ja. Nee. Oh. Wissen. Attribute. Ich habe doch 5 Punkte, Leute. Wollen wir noch ein bisschen auf Stärke gehen? Macht Sinn, ne? Obwohl, ihr hattet mir geschrieben, dass die Dolche, die ich immer benutze, dass die jetzt gar nicht mehr mit Stärke gelevelt werden, sondern Vitalität, glaube ich. Oder? Ah, egal, ich gehe erstmal auf Stärke. Wir können ja hier immer Attribute zurücksetzen. Das geht ja zum Glück. Bin ich denn doof? Ach, hier. Bin doof. Also ich hatte vorhin bloß mal ganz kurz das Administrator-Menü offen für das Thumbnail, für die vorgestrige Folge. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das was damit zu tun hat hier. Dass die sich nicht wehren. So, tut mir leid, dass man das hier... Aber es ist auch schmerzfreier für dich, komm mit. Es ist ja auch schmerzfreier für ihn. Achso, die Keule mal wegpacken. Ja, es steht ein bisschen schief, aber ist ja egal. Es ist ja hier nur Mittel zum Zweck. Soll ja nicht schön aussehen. So, ein Feind auf das Rad der Schmerzen binden. Der läuft durch. Achso, Play drücken.
Ich weiß gar nicht, ob ich hier an den Einstellungen was verändert habe, dass die schneller gehen. Aber das steht da auch immer so komisch da. Ich habe fast das Gefühl, dass es langsamer geht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Obwohl, es sieht eigentlich gut aus. Vielleicht habe ich es auch nicht geändert. Ich weiß es nicht mehr. Gut, jetzt mach ich mal einen ganz kurzen Cut, Freunde. Und starte das Spiel nochmal neu. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe das Spiel gerade nochmal neu gestartet. Da waren gar keine NPCs mehr da. Also irgendwas stimmte hier nicht. Ich hoffe, jetzt haut es endlich hin. Hab schon zweimal wieder auf. Ja, der Stein. Jetzt sind wieder NPCs da. Ah, jetzt funktionieren sie auch wieder. Jetzt funktionieren sie auch wieder. So, was haben wir hier? Ein Verbanner, ein Kämpfer Stufe 2. Brauchen wir nicht. Also gerade waren hier überhaupt keine NPCs da. Auch in der Höhle nicht. Ich bin da nochmal rein. Alle weg. Manchmal ist es verrückt. Aber ich glaube, ja klar, nach so einem großen DLC-Update. Mann, die treffen echt immer die Dreckbähne hier. Nach so einem großen DLC-Update. Ich meine, gerade in PlayStation-Forum habe ich ja mal gelesen, die haben ja dort richtig Probleme. Also wer das Spiel auf der PlayStation gerade spielt, da soll es wohl absolut noch nicht geil laufen. So, wo ist die Maske? Da. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Hä? Na, wer jetzt? Wer jetzt? So, du bist ein Gerber Stufe 1, Schmelzer Stufe 1. Was haben wir hier? Au! Aua! Ja, er wehrt sich schon wieder nicht. Guck doch mal, das ist doch komisch. So, was bist du? Du bist auch nur eine Kämpferin. Ja, tut mir ja leid. Hier drin ist aber fast zu helfen. Oh, warum kriege ich diese Maske nicht ab? Mann, 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 Mann. Oh, sehr gut. Nicht. Nicht. So, wie komme ich denn hier hoch? Garantiert wieder so ein hässlicher Bogenschütze. Und du? Auch ein Bogenschütze. Oh, wie ich diese Bogenschützen hasse. Oh ja, hoffentlich verreckst du an von der Blutung. So, war hier noch eine runtergefallen? Egal. Ja, jetzt ist er tot. Gehen wir mal hier weiter. In die Höhle rein. Ja, komm mal her. Was bist du? Oh, ein Kämpfer Stufe 1. Weg mit dir. Oh, ein Koch Stufe 2. Hey, 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 hey. Wartet, Koch Stufe 2 brauche ich lebend. Oh nein, zweier Zimmermann auch noch. Ah ne, wir haben ja schon einen Zimmermann, oder? Warte mal. Ne, Zimmermann haben wir schon. So. Halt. Falsche. Oh, drück doch mal die richtige Taste. Ein Koch. Haben wir schon mal eine Köchin? Hat das Ding schon immer so viel Schaden gemacht? Na gut, ich meine, ich habe so eine Waffenverstärkung drauf. Aber guck mal. Oder weil ich nochmal Stärke gelevelt habe. Aber ihr habt ja mal. Also. Oder nicht ihr, sondern jemand hat ja mal behauptet, dass es Quatsch ist, wenn man Stärke levelt, ist die Keule nicht stärker. Ich bin aber der Meinung, wenn man Stärke levelt, ist die Keule stärker. Macht ja auch irgendwie Sinn, dass man da quasi mehr von diesen K.O.-Schaden zufügt. Ey, guckt mal, jetzt haben wir hier schon einen zweiten Zweier irgendwas. Einen Zimmermann haben wir drin und jetzt noch eine Köchin. Wunderbar, es läuft, Leute. Es läuft. So. Na, guckt. Der ist auch schon gut vorwärts. Koch und Zimmermann. Gehen wir wieder rein. Mal gucken, was wir da noch zu finden. Vielleicht noch nehmt. Ach so, wie viel passen da eigentlich rein? Passen da überhaupt 4 rein? War das bei dem Rad der Schmerzen der Stufe 2 schon 4 oder passen nur 2 rein? Ja, zur Not muss man. Ach so, ne, im Inventar behalten geht ja nichts. Es geht ja nur mit Tieren.
Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Aber coole Höhle. Wer wissen will, wo die ist, ich befinde mich hier auf G und genau auf den Strich 4-5. Ja. So, mal kurz schauen. Ist hier ein Named. Da wird getanzt. Wunderbar. Tänzer Stufe 2. Tänzer bräuchte man eigentlich auch, ne? Hey. Aber ja, Tänzer kann ich auch später mal holen. Aber wäre schon geil gewesen, Männlein und Weiblein. So, zwei Tänzer. So, ist hier irgendwas noch? Keine Ahnung, hier ist niemand. Ein Zweierkämpfer. Oh, hier, Watende Azuru-Bekenner. Und der sieht gut aus. Da müssen wir erstmal die anderen... Oh, wo kommen die denn jetzt her? Scheiße, sind die schon nachgespawnt? Müssen wir erstmal die platt machen. Okay. Wow, das war knapp, Alter. Der hat einen coolen Stab, den will ich haben. Was bist denn du für einer? Einmal nur ein Kämpfer. Mann, geh mal von dem Kumpel da weg, ey. Ich will dem doch keinen Schaden zufügen. Was sollten das hier werden? Soll ich hier ewig im Kreis rumrennen? Mist, das war ein Zweier Schmied. Oh, ich häng hier an den scheiß Steinen immer fest, ey. So, okay, der ist gestorben. Jetzt müssen wir Keule rausholen. Au. Okay, das kann ein bisschen dauern. Das kann ein bisschen dauern. Er macht immer zwei Schläge, ne? Ne, er macht drei. Oder? Ne, er macht zwei. Merken wir uns. Watende. Cooler Typ. Ich hoffe... Alter. Aua, Mann, ey, voll in die Schnauze. Bist du doof? Ihr seht gerade nicht so viel, ne? Aber egal. Ihr seht ja dann das Ergebnis. Okay, Hälfte haben wir schon. Du hast nichts drauf. Vielleicht bist du gar nicht so gut. Vielleicht sollte man dich nicht mitnehmen ins Rad vor Schmerzen. Oh, guck mal, der hat vor allen Dingen... Ich mache mehr Gesundheitsschaden an ihm als K.O.-Schaden. Scheiße, Leute. Warum ist denn das so? Nee, der verreckt einfach. Vielleicht war es doch nicht so gut, dann Stärke. Ich weiß es nicht. Aber der ist uns jetzt verreckt. Den kriege ich so nicht. Was hat denn der? Gebote von Mitra nehmen wir mit. Brustpanzer von Azura. Nehmen wir auch mal mit. Mal gucken, was das kann. Kohle, Knochenmehl. Ja, scheiße, Leute. Das ist ja jetzt echt blöd gelaufen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was da jetzt schief lief. Hat der vielleicht keine gute Rüstung und ist deswegen... Aber ey, ich meine, ich hab doch eine ganz normale Standardkeule mit einer ersten Waffenerweiterung. Ist doch eigentlich nichts Besonderes. Sollte der doch aushalten, wenn es ein Named-Kämpfer ist. Und ich hatte ihn ja auch vorher keinen Schaden zugefügt. Ist irgendwie doof. Oh.
ihr habt alle nichts gescheit. Naja, da haben wir, zumindest haben wir zwei NPCs. Ein Zimmermann und ein Koch. Das ist doch schon mal was. Mal gucken, wie weit sie sind. Vielleicht ist der Zimmermann ja auch schon fertig. Was habe ich denn da jetzt noch falsch gemacht? Was macht denn die Keule für einen Schaden, Eisenkeule? Ein schwerer Knüppel, um Gegner auszuschalten. Gesundheitsschaden 1. Betäubungsschaden. Deine Stärkewaffe. Also bedeutet, je mehr Stärke man hat, desto stärker ist die Waffe. Also ist meine Theorie schon mal richtig. Muss ich hier so einen einfachen Knüppel nehmen das nächste Mal? Ich habe keine Ahnung. So, wie sieht's denn aus? Ja, der Zimmermann ist fast fertig. Oh, meine Rüstung ist ja komplett runter, Leute. Wahnsinn. So, warte mal. Das Ding hat Rüstungswert 11. Ist eine leichte Rüstung. Beweglichkeitswaffenschaden plus 3. Und das hier hat Rüstungswert 28. Und macht Gesundheit 40. Also ich glaube, dann sollte ich lieber das anziehen. Sieht doch irgendwie cool aus. Habe ich zumindest mehr Rüstung und mehr Gesundheit, Freunde. Das ist doch was. So. Naja, dann würde ich sagen, ist es heute doch eine etwas kürzere Folge. War jetzt ein bisschen chaotisch wegen den Bugs und so. Aber ich hatte das letztens auch schon mal. Da habe ich, da bin ich hier diese Safari-Lager abgelaufen und nirgendwo waren NPCs. Und manchmal haben die mich auch ignoriert. Ist irgendwie komisch. Naja, mal gucken. Das fixen die bestimmt alles noch. Was kommen hier für Gegner? Und her. Oh, nächste Stufe erreicht. Sehr gut. Haben wir denn eine Abhäutemesse? Messe? Eine Abhäutemesse. Soll ja immer alles mitnehmen, sonst gibt es Ärger mit dem Zuschauer. So. Mal gucken, vielleicht ist der Zimmermann schon fertig, aber wenn ich den jetzt ins Inventar tue. Naja, dauert noch einen kurzen Moment. Das wäre cool, dann hätten wir schon mal die ersten NPCs. Sind zwar nur Stufe 2, aber immerhin besser als Stufe 1, das ist ja klar. Die da ein bisschen Leben in die Bude bringen. Und ich mag das ja sehr, ne? Wenn dann in unserer Werkstatt oder oben im Wohnzimmer, wenn da zwei Tänzer sind und so und jemand, der da kocht, finde ich echt super. Warten wir noch kurz ab, Leute. Haben wir noch Zeit? Ja. Ist gleich fertig. Und das Geile ist, die können ja dann auch schneller produzieren an der jeweiligen Werkbank und auch besseres Zeug produzieren, ne? Ich habe gehört hier, wenn man einen besseren Waffenschmied hat, dann kann der auch bessere Waffen schmieden als mir selbst. So, ist er fertig? Komm. Gleich fertig, Leute. Also habe ich die Einstellung hier richtig gestellt. Weil das war nämlich immer so das Problem. Da weiß man immer nicht, wie man es einstellen soll. Dass es auch vernünftig schnell geht. Ne? Normalerweise, wenn du so ein T4... Typen hast, der ist dann eine ganze Woche da drin, ne, bis der fertig ist. Und das ist fürs Let's Play echt nicht so geil geeignet. So, da haben wir ihn. Jetzt ist schon wieder finster. Wartet, wir nehmen die Maske. Ha, das sieht bescheuert aus jetzt noch mit dem Oberteil. Aber gut zu wissen, dass die Höhle gleich auch bei unserem Zuhause ist. Ich mag das hier sehr. Wir haben ja echt alles am Start. Das finde ich super. Stimmt, und hier sind so trockene Bäume. Da hattet ihr mir geschrieben, wenn ich, da Rinder abbaue, kommt wesentlich mehr raus, als wenn ich bei normalen Bäumen Rinde abhacke. Ah, da setzen wir den mal in unsere Werkbank. Oh Mann, die Ausdauer. Das ärgert mich jetzt, dass ich den T4-Kämpfer nicht betäuben konnte. So, hier rein. Zimmermanns Werkbank. Zack. Und zack. Ja, Mann. Er sägt. Sägt mir ja nicht in die Wand.
Er sägt in die Wand. Aber cool, da haben wir hier schon mal ein bisschen... Ist doch ein bisschen Bewegung drin. Das ist doch cool. War hier sonst noch was? Die Rüstung, die kann ich mal hier reinhauen. Welche ist das hier? Das ist die Kesselflieger. Gerber. Werkbank eines Rüstungsmachers. Hau ich die zwei hier mal rein. Haben wir noch eine Ersatz sogar. Ich repariere dann mal offscreen alles durch. Genau, die Felle sollte ich hier reinschmeißen. Ne? Gerbertisch. Was brauchen wir da noch? Achso, wartet. Hier drücken. Ah ja, läuft. Coole Sache, Freunde. Haben wir wieder was geschafft. Und ist das jetzt schon die Freitagsfolge? Wartet mal. Bei mir ist erst Dienstag. ne, ist die Donnerstagsfolge. Ich glaube, eine kommt noch. Wochenende kommt dann Valheim Community Projekt. Da geht es mit Conan quasi so eigentlich nur Montag bis Freitag jeweils 17 Uhr laufen. Genau, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Vielen Dank fürs Reingucken, liebe Leute. Lasst wie immer Liebe da. Haut rein. Ciao.